Willkommen zum großen Finale hier bei unserem Kataklysmo-Scharmützel. Es bricht die letzte Nacht heran und wir werden wahrscheinlich komplett umzingelt. Höchstwahrscheinlich werden sie diese Nacht auch von dieser Seite kommen und ich denke mal auch von hier. Also wir werden von allen Seiten umzingelt und wir haben keinen Stein mehr. Das war hier ehrlich gesagt schon ziemlich knapp. Wir mussten hier ein bisschen mit Holz improvisieren. Das hat am Ende doch noch geklappt. Aber es war ein Ticken zu knapp. Wir brauchen mehr Stein. Insbesondere, wenn wir sowohl hier als auch hier dicht machen wollen. Und aus diesem Grund könnten wir überlegen, ob wir nochmal Steinbrüche upgraden. Das könnte man wirklich machen. Gerade weil wir genügend Holz haben. Mineralien haben wir jetzt nicht genügend. Aber das würde sich schon lohnen, denn wir brauchen nicht nur Mauern, wir brauchen auch mehr Militärkapazität. Das ist diese Forschung hier, damit wir noch weitere Leute ausbilden können, die die Mauern dann auch besetzen. Und was wir auch unbedingt brauchen, ist, ja, neben den Forschungen natürlich, wie zum Beispiel, dass die Mauern besser halten, ist natürlich die Wohlstandsstufe 4. Dafür brauchen wir eine Menge Steine, eine Menge Mineralien, also eine Menge, was wir gerade nicht haben. Das wird nicht einfach, aber wir werden alles geben, um die Menschheit zu retten. Und wenn ihr es gut findet, dann lasst doch jetzt schon mal ein Like da, es freut mich immer sehr, wenn ihr das hier so cool unterstützt. Wir bauen eine Meistersteinbruchhütte hier und gehen auf Play. Wir lassen unsere Soldaten hier stehen, haben wir gesagt, weil die ja jetzt schon perfekt aufgeteilt sind und im besten Fall bleiben die auch dort, denn im besten Fall haben wir die Möglichkeit, dann die restlichen Verteidigungen mit neuen Leuten auszustaffieren. Könnt mir aber vorstellen, dass wir hier und dort den einen oder anderen doch noch abziehen müssen, weil es dann doch nicht reicht, jetzt auf dem letzten Tag. Sobald wir wieder 18 Mineralien haben, graden wir auch den hier ab. Hier ist es am besten abzugraden, weil wir hier am meisten Stein bekommen, weil der Weg nicht so weit ist für unsere Arbeiter. Hier ist der Weg ein bisschen länger, da sehen wir, bekommen wir auch deutlich weniger raus am Ende des Tages. 18 Mineralien. Die brauchen wir. Für Wohlstand Level 4 brauchen wir 70 Mineralien. Das ist natürlich auch sehr, sehr heftig und eine Menge Stein. Und der Stein ist natürlich jetzt das, was ein großes Problem für uns darstellt. Du holst uns 28 Steine. Dann wirst du noch abgegradet. Holzfäller upgraden lohnt sich, glaube ich, nicht. Dann wirst du auch geupgradet. Das sieht soweit gut aus. Die, die hier Mineralien holen, die haben wir bereits geupgradet. Das ist sehr gut. Dann sieht unsere Wirtschaft ein bisschen besser aus. Das ist natürlich immer eine Frage, die man sich stellen muss, wem man die Wirtschaft jetzt in der letzten Runde, am letzten Tag, vor der letzten Nacht, wem man die da nochmal pushen. Lohnt es sich in der kurzen Zeit? Ich würde sagen, ja, für uns schon, weil wir nur in Anführungsstrichen Mineralien und Holz dafür ausgeben und dann am Ende des Tages mehr Stein haben. Deswegen lohnt es sich für mich. Wenn man jetzt aber sagen würde, okay, wir brauchen die Mineralien, weil wir jetzt zum Beispiel ganz viele Fallen noch bauen wollen würden, dann würde sich das wahrscheinlich nicht lohnen. Aber wir haben jetzt wirklich einen Bottleneck beim Stein. Wäre hier schon eine Verteidigung aufgebaut in Form einer Mauer, hätte ich wahrscheinlich eher auf Mineralien gespart. Das ist dann immer eine Abwägung, die man dann für sich entscheiden muss. Verbesserung abgeschlossen, das ist sehr gut. Wir bekommen jetzt mehr Stein. Ja, das sieht doch gut aus. 85 Stein die Minute hier. Also ein bisschen mehr bekommen wir dann schon. Das hat sich gelohnt. Klasse. Für 70 Mineralien gehen wir dann auf Stufe 4. Sauerstoff haben wir auch genügend. Haben wir genügend Bevölkerung? Na, eigentlich nicht. Was kostet uns denn hier noch so ein Gebäude? 216 Holz und 10 Stein. So, was könnten wir hier eigentlich nochmal bauen, oder?
Vielleicht gedreht? Passt das hier? Nee, kann ich gar nicht bauen. Warum passt das nicht? Okay, darf ich da nicht setzen? Dürfen wir es hier setzen? Ja. Da können wir das nochmal setzen. Wir brauchen ja auch gleich mehr Bevölkerung. Wenn wir auch mehr Leute ausbilden wollen und so weiter. Und die bestehenden Häuser abzugraden kostet uns leider zu viel Mineralien. Wo sehen wir das? Hier sehen wir das. 15 Mineralien. Das ist schon sehr teuer, vor allem wenn wir Mineralien brauchen für die Upgrades. Dann baue ich lieber neue Sachen und wir haben ja gesagt, wir machen hier gleich dicht. Von daher passt das ja eigentlich auch. Setzen wir da noch einen hin. Hier machen wir auch gleich dicht, das heißt, hier können wir auch gleich noch was setzen. Und das bringt uns natürlich auch mehr Sauerstoff. Ob wir noch mehr Sauerstoff brauchen, weiß ich nicht. Aber falls ja, dann sind wir gut ausgestattet. Hier funktioniert das immer nicht so gut. Komm, dann bauen wir noch mal ein paar Häuser einfach so. Da können wir einfach die Hauserweiterung nehmen. Setzen wir mal hier hin. Dann setzen wir einfach da Wohnhäuser ran. So. Dann setzen wir da noch ein Wohnhaus rauf. Das sollte eigentlich passen. Wunderbar. Passt da noch eins rauf? Ja, wahrscheinlich, aber wir machen das mal mittiger, dass wir den Aufgang besser hinbekommen. Wunderbar. Der Aufgang wird in Holz gebaut. So und so. Dann haben wir auch hier noch ein paar Häuser gebaut. Aber das muss es ja nicht gewesen sein. 30 Holz für ein Gebäude. Das ist ja nichts. Das kann man sich ja mal leisten. Und mal ein bisschen was bauen hier. Eine kleine vorgelagerte Wohnsiedlung. Und am Ende sieht es ja auch gar nicht so kacke aus. Und dann da noch eins drauf. Reicht das? Nein, nicht ganz. Jetzt aber. Wunderbar. Dann bauen wir hier auch nochmal einen Aufgang. Warte mal, so und so. Und so. Und dann passt das auch. Dann haben wir hier noch ein bisschen was geschaffen. Auf den letzten Metern. Eine kleine Wohnsiedlung. Die wir im besten Fall auch verteidigen können. Wir könnten jetzt noch mehr bauen, aber wir brauchen auch ein bisschen Holz. Von daher lassen wir das. Das heißt, wir haben gleich genügend Bevölkerung. Was wir sicherlich auch gleich noch brauchen, sind hier Schwaden-Extraktoren. Das kostet auch zu viele Mineralien und zu viel Bevölkerung. Nicht schlimm. Wir bauen uns hier weiter auf. Die Bevölkerung haben wir gleich beseitigt. Hier kommen auch tagsüber eine ganze Menge jetzt an. Ah, und der Kanonier kann auch gar nicht so genial schießen. Aber wenn die hier sind, kann er schießen. Das reicht eigentlich auch.
Okay, jetzt haben wir 70 Mineralien. Wir gehen jetzt auf Stufe 4. Zu spät dürfen wir das auch nicht machen. Haben einen Bevölkerungsüberschuss von 107. Das sieht gut aus. Hier hat einer Probleme, erreicht zu werden. Das haben wir hiermit geändert. Wir haben jetzt eine Bevölkerung von 111. Sauerstoff von über 1000. Das sieht gut aus. Wie gesagt, was noch fehlt, ist Schwadenkondensat. Dafür bräuchten wir wieder Mineralien. Und natürlich hier jetzt gleich noch die verbesserte Behausung für noch mehr Militäreinheiten. Sprengstoffkammer wird natürlich auch gleich interessant, weil wir noch Ballisten dazu holen können. Und eigentlich könnte ich mir so einen Luftspeicher gleich noch vorstellen. Einen weiteren, dass wir noch mehr speichern können. Kostet aber auch Schwadenkondensat. Schwadenkraftstoff nennt man das. Vielleicht brauchen wir dann davon auch nochmal das ein oder andere. Springen wir ein bisschen vor, bis wir genügend Mineralien haben. Ich werde jetzt einmal die verbesserte Behausung bauen. Und noch ein bisschen mehr Schwadenkraftstoff extrahieren. Die Frage ist, wo machen wir das? Also hier könnten wir vorerst eine Menge holen. Aber die werden wahrscheinlich gleich gekickt von den Feinden. Vielleicht dann doch lieber hier. Das können wir noch ein Stück weit verteidigen. Stein brauchen wir deutlich mehr, dass wir hier auch dann eine Mauer bauen können. Rohstoffe haben wir hier nicht mehr rumliegen. Was blinkt denn hier eigentlich? Ach, das sind so Einschläge, die noch glühen. Es ist so schön, wie nah man ranfahren kann. Schaut mal. Man kann hier richtig nah rangehen an die Einheiten. Das finde ich toll. Jetzt haben wir natürlich Unschärfe drauf, aber hier. Das ist schön gemacht, dass man so nah rangehen kann, sich das Ganze aus der Nähe betrachten kann. Das gibt natürlich auch ein schönes Potenzial für schicke Screenshots, würde ich sagen. Das gefällt mir. So. Hier wird alles gebaut. Einem Gebäude fehlt ein Weg zur Festung. Ja, das ist legitim. Dass du dich darüber ärgerst. Wir bauen dir einen Weg. Mit diesem Tor. Sehr schön. Und dann gibt es hier natürlich noch Stein rein. Ja. Ich glaube, so kann man das machen. Jetzt haben wir wieder Schwadenkraftstoff. Mit dem Schwadenkraftstoff könnten wir gleich noch weitere Einheiten aus der Sprengstoffkammer holen. Sicherlich. Jetzt müssen wir aber überlegen, wie wir weiter vorgehen. Die Verbesserung für mehr Robustheit in den Mauern ist sicherlich auch nicht schlecht. Aber es ist jetzt sehr teuer und ich weiß nicht, ob wir uns das leisten können. Bis zum Anbruch. Aber wir wollten so oder so nochmal einen Luftfilter bauen. Und ich glaube, das können wir mal ganz kurz machen. Luftspeicher. 25 kostet das. Setzen wir mal direkt daneben wieder. Damit wir schön viel Sauerstoff auf der hohen Kante haben. Und
Einheiten, die weniger Sauerstoff verbrauchen, sind eigentlich ganz nett. Aber wir haben jetzt nicht so ein Sauerstoffdefizit, dass wir das so dringend bräuchten. Ich glaube, da würde ich lieber unser Schwadenkraftstoff andersweitig einsetzen. Stufe 4 wird noch erforscht. Wir können 7 neue Einheiten holen. Wir holen uns auch die großen Schlafräume hier. Und bilden schon mal die ersten Einheiten aus. 2 Bogenschützen, die hier stehen. 2 Bogenschützen, die unten stehen. Ein Schleuderer. Weitere Einheiten können wir gleich holen. Natürlich dann auch die aus der Sprengstoffkammer, ist ja klar. Aber das sieht schon mal ganz gut aus. Wohlstandsstufe erhöht. Wir sind jetzt auf Stufe 4, meine Lieben. Das ist die höchste Stufe. Und dadurch können wir die Lagerkapazität erhöhen. Brauchen wir, glaube ich, gerade nicht. Mineralien schneller abbauen. Lohnt sich das so kurz vor Ende? Ich glaube nicht. Fallen werden robuster. Wir haben noch keine Fallen. Verbesserte Mauern. Ich glaube, das sollten wir machen. Wir müssen aber weiterhin auf Stein achten, meine Lieben. Wir brauchen in jedem Fall gleich noch einen Kanonier. Zwei eigentlich. Wenn wir da noch eine Balliste hätten, wäre es natürlich auch toll. Aber die Balliste hat jetzt keinen Vorrang. Und wir bauen natürlich auch erst dann, wenn wir wissen, von wo sie kommen. Vielleicht kommen sie ja nur von hier oder nur von hier. Ich glaube es zwar nicht. Aber dann müssen wir nur eine Seite absichern. Kanonier wird gebaut. Zweiter Kanonier wird gebaut. Einer für hier, einer für rechts. Die Ballisten kosten 40 Mineralien. Das wird alles sehr, sehr knapp hier. Weiter geht es. Ich bin gespannt, wie die Nacht gleich sein wird. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, was uns hier erwarten wird. Wie viele verschiedene Feinde kommen? Werden sie in gleichmäßigen Wellen angreifen? Werden sie vielleicht sogar einen Boss dabei haben? Oder Boss-ähnliche Einheiten? Ich weiß überhaupt nicht, was wir erwarten können. Das war wichtig, dass wir das hier verteidigen können. Denn so haben wir noch die Chance auf 2 Ballisten. Und die gönnen wir uns auch. Balliste Nummer 1, Balliste Nummer 2. Und wenn wir es dann noch schaffen, können wir die Ballistenüberladung noch hinzuholen. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass wir Mineralien auch bei unserer Mauerkonstruktion brauchen. Selbstverständlich. Und wir brauchen selbstverständlich auch neben den Schleuderern auch noch Häscher. Deswegen werden die auch weiterhin ausgebildet in der Kaserne. Ich glaube, für die letzte Nacht hätte es Sinn ergeben, noch eine zweite Kaserne zu bauen, dass wir einfach schneller die Leute rausbekommen. Weil jetzt können wir am Ende viel weniger Einheiten aufs Schlachtfeld schicken, als wir eigentlich schicken könnten, weil unser Maximum an Soldaten noch bei weitem nicht ausgereizt ist. Aber okay, damit können wir leben. Das ist vielleicht ein Fehler, den wir gemacht haben, weil die Ressourcen hätten wir ja. So, dann bilde ich noch 2 weitere Schleuderer aus.
Dann sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt. Stein wird reichen für die beiden Seiten. Mineralien müssen wir bedacht anwenden, aber wir haben jetzt auch so viele Mineralien ausgegeben die ganze Zeit. Eigentlich ist es gut, dass wir jetzt schon wieder 40 haben. Ich glaube, das reicht für ein paar Reichweitenverstärkungen, allgemeine Verstärkung und natürlich für Taktikmodule. Für was es wahrscheinlich nicht mehr reichen wird, ist für Fallen. Das heißt, wir müssen dann am Ende höchstwahrscheinlich auf ganz normale Holzfallen zurückgreifen. Die kosten nur Holz. Diese etwas besseren mit Mineralien können wir uns dann nicht leisten und die ganz guten dann auf gar keinen Fall. Aber wenn wir gute Mauern haben, gute Taktikmodule und unsere Soldaten dann einen guten Job machen, dann brauchen wir das wahrscheinlich auch gar nicht. Also von daher bin ich guter Dinge, dass wir hier gut aufgestellt sind. Okay, dann zeig mal, von wo die Feinde kommen werden. Ich bin bereit. Sie kommen von allen Seiten. Allerdings lassen sie höchstwahrscheinlich das Ding hier in Ruhe. Wir werden trotzdem eine Mauer ziehen. Zur Sicherheit. Aber ich denke mal, die greifen hier frontal an. Und das ist auch in Ordnung von den Gegnern. Wir haben die normalen Gegner, die etwas schnelleren, die mehr aushalten. Plus Zentauren. Glaube ich, dass das Zentauren sind, die ganz rechten. Die kennen wir aus der Kampagne. Wenn die getötet werden, dann ist es so, dass die zerplatzen und dann in denen dann noch weitere normale Gegner schlüpfen. Das heißt, wir lassen unsere Verteidigung an diesen Stellen, wo wir sie schon haben, genauso wie sie sind. Und können jetzt hier noch eine weitere Verteidigung aufbauen. Und hier eine Mini-Verteidigung. Und hier werden die wahrscheinlich alles geben, um da ranzukommen. Da können wir klein... Da können wir so eine kleine Mauer drum ziehen. Wenn sie das zerstören, ist es nicht so super schlimm. Aber dann haben wir noch was, womit sie sich beschäftigen können. Von daher passt das eigentlich auch für uns. Sollen die sich doch damit beschäftigen, oder? So. Und dann ist das auch gut gesichert. Die können zwar von hier vorne angreifen, klar, da können wir nichts gegen tun. Aber dann sollen die sich hier doch ein bisschen dran abmühen. Daran habe ich keine Zweifel, dass sie das tun werden. Also, das sieht eigentlich ganz gut aus. Jetzt ist hier die Frage. Kommen die hier hoch? Ich würde sagen, nein. Ich würde sagen, ausgeschlossen. Das heißt, wir könnten hier eine Mauer ziehen, an der Engstelle, hier eine Mauer ziehen und hier unsere Leute positionieren. Das machen wir auch. Hier kommt eine Mauer hin. Außer Sicht. Kein Problem, dann schicken wir euch mal. Also zwei Bogenschützen. In jedem Fall den Schleuderer und ein Kanonier. Euch auf jeden Fall dahin. Zwei Bogenschützen würde ich, glaube ich, gerne hier hinstellen. Nur zur Sicherheit. Und der nächste Kanonier. Also wenn Iris wirklich hier ist, dann alright. Vielleicht hier auf diese Seite noch einen zweiten Kanonier, oder? Aber der kann da nicht so richtig schießen. Oder hier wirklich zwei Kanoniere hin. Warum denn nicht? Die Ballistenüberladung erforschen wir auch.
Hier wird ein Häscher ausgebildet und noch drei weitere Schleuderer. Der Häscher kommt auch mal hier hin. So, und dann können wir das Ding hier mal zu Ende bauen. Ich glaube, das könnte cool werden. Die erste Balliste ist da. I suppose. Ja, die kommt dahin. Die zweite Balliste, die setzen wir dann hier irgendwo hin. Und hier haben wir zwei Kanoniere und hier haben wir Iris. Ich glaube, das passt. So, jetzt sollten wir Sicht haben. Jetzt bauen wir, meine Lieben. Jetzt sind wir Bob der Baumeister. Setzen das natürlich wieder, wie wir es gelernt haben, gestaffelt. Und setzen das so hoch, bis das hier kommt. Wunderbar. Sehr schön. So. Kommen wir da noch was hin? Nein. Setzen wir hier noch die einzelnen Steine hin. So, so, so. Hier oben merken wir, ist die Verstärkung noch nicht so perfekt. Dann machen wir das so. Das passt soweit. Ich hätte hier gerne natürlich auch eine Dicke von 2, aber erstmal bauen wir die andere Seite zu. Wäre es natürlich schön, wenn wir so ungefähr dieselbe Höhe hätten. Muss nicht genau dieselbe Höhe sein, aber so halbwegs. Dann nehmen wir natürlich die Engstelle. Es ist ein weiter drin, aber ist strategisch natürlich die bessere Ausgangsposition. Auch hier bauen wir das Ding schön weit hoch. Sehr gut. So, so, so. So. So, so. Zack, zack. Zack, zack. Ja, meinetwegen können wir das dann hier auch noch einen höher bauen. Hier sind wir auf einer Stufe. Deswegen ist das Ding jetzt optisch ein bisschen höher als das. Aber es sollte ähnlich sein von der Bauweise. Ist ja auch egal. Denn von hier können wir die dann nämlich beschießen. Das ist der Plan. Okay, und hier brauchen wir auch nur eine Holzkonstruktion drauf. Also, wir verdicken das Ganze natürlich. So gut es geht. Das Ganze wird professionell verdickt, so sagt der Fachmann. Wenn wir eins sind, dann Fachmänner für ästhetische und lange haltbare Mauern. Okay, da guckt jetzt so ein Pinöppel raus. Aber ja, das ist okay, würde ich sagen. Sehr schön. Die Mauer hat eine Dicke von 2. Dann bekommt die hier auch noch eine Dicke von 2. Ich glaube, das ist so wichtig. Hier gehe ich jetzt schon mal am Anfang rein. In den Feinschliff, weil ich glaube, sonst kommen wir da schlecht ran am Ende. So, so, so. So, das reicht dann auch schon. Von der Breite. Klasse. Da sind wir jetzt wirklich auf dem guten Weg gewesen. Ups. Du wirst noch breit gezogen. Hier kommt noch was rauf. Und dann haben wir da die Mauern. Sehen nicht so cool aus, weil die Zinnen natürlich fehlen. Können wir sie denn noch stärker machen, wenn wir eine Zinne setzen? Ja, können wir. Dann machen wir das auch. Zack. Und zack. Dann sieht es nicht nur cooler aus, sondern es hält auch länger Stand. Und hier machen wir das einfach für die Optik. Sehr schön.
Damit haben wir noch 193 Steine übrig, haben aber alles gebaut, was wir brauchen. Denn hier bauen wir natürlich eine Holzkonstruktion. Ich gehe nicht davon aus, dass die hier irgendwie hochkommen. Falls doch, habe ich den größten Fehler meines Lebens getan. Da müssen wir hier dann schnell noch was hochziehen und ihr müsst dann abhauen. Aber solange es nicht so weit ist, schicke ich euch zurück und wir bauen hier mal eine Holzkonstruktion, von der aus ihr dann gut interagieren könnt. Wir haben jetzt hier schon eine Höhe von 4. Aber hier nicht. Ja, genau. Also hier können wir eine Holzkonstruktion bauen, auf der alle glücklich sind. So. Erstmal ein Fundament bauen. Ich setze das nur dorthin, wo wir eine Höhe von 0 oder 1 haben, damit wir wissen, wo wir unsere Schleuderer auch platzieren können. Mein Schleuderer hier zum Beispiel drauf könnte nicht mehr schießen, weil er dann hier auf der Höhe 5 wäre, während er hier direkt daneben schießen könnte. Das ist natürlich ein bisschen blöd von der Optik her, aber das kriegen wir alles hin. Dann machen wir das noch einen Ticken höher. So. Das Maximum, was wir hier haben, ist jetzt gleich 3 Meter. Das heißt, auf dieser Höhe können bestimmte Einheiten sehr viel Spaß haben. Zum Beispiel Kanonier Nummer 1. Kanonier Nummer 2. Und die bekommen dann hier natürlich auch noch strategische Verbesserungen. Das ist ja klar. Das heißt, ihr bekommt hier ein Fenster hin. Und so ein Fenster muss natürlich auf Stein stehen. Deswegen bauen wir hier einen Steinuntergrund. Dann habt ihr dann ein schickes Fenster. Und darüber hinaus kommt hier noch ein Banner. Da eins. Da haben wir nicht mehr genügend Ressourcen. Nein, dann bekommt nur ihr das Banner. Nur für euch beide, das große Banner. Was sogar noch die anderen verstärkt. Und dann haben wir natürlich noch sowas wie ein Schleuderer. Oder wie ein Häscher. So, hier haben wir eine Balliste. Die nächste Balliste kommt. Der zweite Häscher ist noch nicht da. Jetzt könnten wir natürlich hier das nächste Fenster bauen, damit wir das große Banner noch mitnehmen. So. Und so. Kommt hier ein Fenster rein. Hier ein Fenster rein. Und dann können nämlich die Häscher und die Schleuderer links und rechts hin und würden das Banner mitnehmen und dann auch noch die Verstärkung hier durch das Banner. Ja, und so ein Häscher und so ein Schleuderer profitiert natürlich auch von Wurfgift. Ja, dafür haben wir jetzt nicht genügend Ressourcen. Ne? Schauen wir mal, ob wir gleich noch genügend bekommen. Der Bogenschütze hier kommt dahin, der Bogenschütze hier da. Ist nicht ideal für die Bogenschützen, aber so bekommen sie zumindest die Schadenstärkung mit.
Eigentlich hätte ich jetzt gern noch einen Hochsitz für die gebaut, auch nochmal mit einer Reichweitenverstärkung, Schadenverstärkung und Feuerpfeilen, aber dafür reichen die Mineralien jetzt nicht. Deswegen müssen wir damit jetzt vorerst klarkommen. Und hey, ich finde das trotzdem schick, was wir hier gemacht haben. Das ist trotzdem nicht schlecht. Okay, dann haben wir hier die Balliste, die dahin geht. Die zweite Balliste geht hierhin. Das heißt, wir brauchen hier auch nochmal eine Erhöhung. Wunderbar. Und der profitiert auch von der Schadenstärkung. Wunderbar, das passt doch. Und wenn wir gleich noch irgendwie was bauen können wie für die Bogenschützen hier, wäre das super. Wenn wir das nicht mehr hinbekommen, ist es aber auch nur halb so dramatisch. Der Herrscher hier geht dahin. Dann haben wir noch Schleuderer, also mindestens einen bräuchten wir noch. Den Rest machen wir zu Bogenschützen, glaube ich, weil wir die flexibler einsetzen können. Denn auch hier wollten wir zumindest nochmal notfallshalber dicht machen. Das machen wir auch. So, machen wir dicht. Haben wir hier natürlich ein Tor, ist ja klar. Türchen rein. Dann passt das. Wir haben nicht viel Stein, das heißt, es wird nur eine Mauer von der Dicke von 1. Und auch nicht so hoch. Leider. Aber es ist ja eh nur eine Notfallmauer. Für den Fall, dass sie auch hier lang wollen. Ich gehe nicht davon aus, die spawnen hier. Vielleicht gehen ein paar hier rüber. Aber dann haben wir zumindest da fürs gute Gewissen noch eine Mauer gezogen. Hier kommt es dann gleich drauf an, ob wir noch Taktikbausteine bauen können. Für die brauchen wir natürlich auch eine Menge Stein. Das gucken wir uns gleich alles an. Die Balliste ist fertig. Gleich kommt hier noch die Verstärkung für die Balliste. Du kommst hier hin. Und jetzt werden in der Kaserne nur noch Bogenschützen gepumpt, die wir quasi überall einsetzen können. Du kommst dahin. Dann sollten wir hier auch eigentlich ganz gut aufgestellt sein von dieser Seite. Ich glaube, das kriegen wir hin. So, ein paar Steine haben wir wieder. Wir wollen das hier auf die auf diese Stärke hier bringen. Das reicht uns. Wir wollen einfach nur die Möglichkeit haben, uns zumindest alibimäßig hier zu verteidigen. So, da bauen wir einen Aufgang für die beiden. Irgendwie so. Hoch, hoch. Nach links
Und dann nach rechts. Und dann bekommen die hier auch noch Zinn. Jedenfalls an zwei Stellen. Zack, zack. Push me hard. Doing it. Und dann haben wir eine Alibi-Verstärkung. So, das restliche Stein würde ich ganz gerne hier investieren. Mal sehen, ob uns das gelingt. Pause. Also Wurfgift finde ich gerade durch die Verlangsamung super stark. Deswegen würde ich gerne euch als erstes verbessern. Schon mal gut. Dreimal Höllengift. Einmal normales Wurfgift. Und das war's. Jetzt müssen wir mit dem, was wir haben, zurechtkommen, auskommen und den Feind besiegen. Macht euch bereit. Du musst natürlich hier noch zum Feuer hin. Und das Letzte, was wir jetzt noch machen, ist Fallen legen. Das Letzte, was wir jetzt noch machen können. Und das machen wir auch. Hier haben wir schon ganz gute Fallen, gerade auch die stärkeren. Deswegen belasse ich es mal hier dabei, das ist ja auch ihres. Hier werden wir hauptsächlich einen Angriff auf diese Frontmauer haben. Deswegen werden wir das hier auch am stärksten verteidigen. Hier an den Rändern auch noch. Hier setzen wir es gern einmal vor. Hier brauchen wir nichts. Das ist eh nur eine Alibi-Mauer. Und hier machen wir das auch einmal. Direkt davor. Sehr schön. Hier auch noch, falls die wirklich denken, da angreifen zu müssen. Aber dann haben wir auch unser ganzes Holz ausgegeben. Und jetzt, meine Lieben, kommen wir zum finalen Kampf. Zur finalen Nacht. Hier greifen schon mal die ersten an. Oh, das sind viele. Hier kommen eine Menge. Dort kommen eine Menge. Und wir haben natürlich noch Einheiten, die wir holen könnten. Die wir dazu holen könnten. Komm, du gehst mal damit hin. Du gehst mal hier oben rauf. Ich weiß nicht, wonach ich das gerade mache. Das ist Bauchgefühl, wo ich die letzten noch hinschicke. Hier sieht das ganz gut aus. Aber jetzt kommt der Sturmtrupp. Hier kommt zum Glück nichts an. Die gehen wirklich sehr zentral rauf. Wir wollen natürlich den Schwadenkondensator. Hier gibt es auch den Angriff auf die Westwand. Nein, die gehen wirklich vollkommen nach vorne durch. Und Iris. Aha. Zieht hier gleich das erste Mal ihre Fähigkeit. Schön. Schön, schön, schön. Also hier kommen die noch nicht so richtig ran. Hier sind sie komplett vorne dran. Und wie... Oh nein, ich habe Iris einen Bewegungsbefehl gegeben. Bleib da bitte stehen. Wie sieht es hier aus mit den Mauern? Halten die noch? Ja, sieht gut aus.
Hier sind sie dran, sind aber abgelenkt durch den Schwadenkondensator. Und hier sieht es, glaube ich, ganz gut aus, oder? Was macht die Mauer? Hält sie stand? Ja. Ich glaube, hier unten passt alles. Hier unten ist alles gut. Hier... ist es ein bisschen enger, aber wir können gerne die Mauer reparieren. Hier scheint auch alles gut zu gehen. Hier ist alles gut. Die haben sich natürlich den Schwadenkondensator geholt, aber durch die Ablenkung haben die gar nichts sonst mehr geschafft. Das war richtig gut. Hier sind wir gut aufgestellt. Das ist wunderbar. Hier ist ein bisschen enger jetzt. Oh, das ist wirklich hier ein bisschen enger. Hier wird es wahrscheinlich gleich einen Durchbruch geben. Hier sind wir durch. Aber abziehen bringt, glaube ich, jetzt auch nichts mehr. Wenn Iris hier gleich einmal ihre Ulti raufsetzt, dann war's das. Hier sind wir durch. Hier sind wir durch. Da kam nie was an. Hier sind wir durch. Es ist nur noch diese Front, wo auch Iris ist. Gut, dass Iris auch da ist. Aber mit ihrer Fähigkeit... wir sollten jetzt eigentlich... beendet werden. Sehr schön. Meine Lieben, das war ein Scharmützel. Auf der Schwierigkeit. Schwer! Abgeschlossen! Vergessene Lichtung! Wir schauen uns natürlich die Levelstatistik an. Wir haben 42 Minuten gespielt. Wenn wir nicht Pause gedrückt haben, dann kommen nochmal 2 Stunden 43 Minuten obendrauf. Schwierigkeit schwer. Wir haben 1259 Feinde besiegt, haben nicht einen einzigen unserer Leute verloren. Die Feste hat natürlich auch keinen Schaden genommen. Haben richtig viel Ressourcen gesammelt, 44.000. Haben 19 Bauteile verloren, ein Gebäude verloren. Ich glaube, das ist unterm Strich sehr, sehr gut, was wir hier abgeliefert haben. Und damit ist das Scharmützel abgeschlossen. Auf der Schwierigkeit schwer. Lass mir unbedingt ein Like dafür da. Und wenn du die Kampagne von Cataclysmo noch sehen willst, dann schau doch mal hier rechts vorbei. Und hier links kommst du zu einem anderen ganz, ganz tollen Spiel. Und zwar zu Norland. Schau auch da sehr gerne vorbei.